Herzlich willkommen Leute auf meinem Kanal. Ich bin LineTube und möchte euch in diesem Anfänger-Tutorial die Grundlagen von Gwent erklären. Viel Spaß dabei! In Gwent habt ihr verschiedene Fraktionen zur Auswahl. Da wären zum einen die stolzen Skelliger, die brutalen Monster, die cleveren nördlichen Königreiche und die zwielichtigen Skoia'tael. Alle mit einem spezifischen Spielstil, den du in einem intuitiven Kartensatzfenster und mit einer eleganten Handwerksmechanik an deine Vorlieben anpassen kannst. Misst dich in diesem Spiel mit deinen Freunden oder bei Ranglistenkämpfen um Ruhm und Ehre. Und in Zukunft ist eine weitere Fraktion in Planung, und zwar die mächtige Nilfgaard. Gwent ist ebenso sehr ein Kräftemessen wie ein geistiges Klingenkreuzen. Die Entwickler versuchen immer einen Gegner für dich zu finden, der vergleichbar starke Karten hat. Um zu gewinnen, musst du klug spielen und deine Gegner verleiten, seine Karten zuerst zu verbrauchen. Alternativ kannst du eine Runde opfern, um die nächste Runde und damit das Spiel für dich zu entscheiden. Die Macher von The Witcher 3 Wild Hunt präsentieren die Einzelspielerkampagne. Die ist in Gwent leider noch nicht verfügbar. Sie soll aber über eine ereignisreiche, offene Welt verfügen. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie die das machen wollen. Die Kampagnengeschichte bringt die entscheidungsbasierte Spielmechanik der Witcher-Spiele mit und wird in mehreren Episoden erzählt. Kommen wir zum Spielbrett. Dieses hat verschiedene Bereiche. Der wichtigste ist das Schlachtfeld. Das Schlachtfeld hat drei Reihen: Nahkampf, Fernkampf und Belagerung. In diesen Reihen bringst du deine Karten mit ihren Kampfwerten in Stellung. Zu Spielbeginn ziehst du 10 Karten aus deinem Deck. Jede Karte weist einen Kampfwert und eine Reihenzugehörigkeit wie Nahkampf, Fernkampf oder Belagerung auf. Manche Karten haben dazu noch eine Fähigkeit. Das Ausspielen von Karten kostet keine Ressourcen. Allerdings musst du jede Runde eine ausspielen oder aber passen. Genau das ist der große Unterschied von Gwent und anderen Konkurrenzkartenspielen wie Hearthstone oder Legends. Bedenke aber jedoch, dass jede Karte in Gwent sehr wichtig ist, da du in der zweiten Runde nur 2 zusätzliche Karten ziehst und eine weitere in der dritten. Das Spielziel ist einfach. Bei Gwent geht es darum, mehr Punkte als der Gegner zu erzielen. Du gewinnst, wenn dein Punktestand höher als der deines Gegners ist. Die Kunst besteht aber darin, die Punkte sorgfältig zu planen und mit verschiedenen Kombos zu beeinflussen. Gewinne 2 von 3 Runden, um das Spiel komplett für dich zu entscheiden. Du kannst entweder einen Durchmarsch hinlegen und 2 Runden hintereinander für dich entscheiden, oder du gibst eine Runde ab, um das Spiel in der nächsten einzutüten. So einfach geht das. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren.